Transformers. Für viele Filmfans, vor allem potenziell in meinem Alter, wahrscheinlich mit die heftigsten und geilsten Filme, die es so gibt. Und der Hype für Transformers ist auch ein wenig wieder gestiegen durch den kürzlich erschienenen Trailer zu Transformers 7. Obwohl da auch sehr zwiegespaltene Meinungen sind, was jetzt die Storyline und die Kontinuität angeht. Aber darauf möchte ich heute gar nicht so viel eingehen, denn heute gehe ich mal auf was anderes ein, nämlich wieder um eine kleine Fantheorie, die ich auf TikTok gesehen habe, die mich sehr, sehr lustig und amüsant fand. Deswegen werde ich auch vorab schon sagen, das Video wird es hier schon sehen, es ist ein sehr kurzes Video wahrscheinlich, weil es hier halt wirklich nicht viel großartig zu sagen gibt. Nur ich fand diese Theorie so lustig. Ich muss auch gleich direkt was zu der Theorie noch sagen, nachdem ich sie erzählt habe. Deswegen, also es ne, bleibt auf jeden Fall dran. Es ist nicht so eine krasse Theorie, wie man vielleicht denken sollte im ersten Moment. Aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, die hier mal kundzutun. Und ja, deswegen heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, und um direkt auf den Punkt zu kommen, es geht um Optimus Prime und vor allem geht es um seine Maske. Jeder, der diese Filme kennt, kennt auch seine berühmte Maske, die er vor jedem Kampf aktiviert, was einfach immer wieder ultra heftig badass aussieht. So badass wie dieser Voicecrack gerade. Und ja, mit dieser Maske hängt diese Theorie nämlich zusammen. Nämlich ist die grundlegende Frage in dieser Theorie, wofür ist Optimus Primes Maske eigentlich? Die logischste und einfachste Antwort ist halt zum Schutz. Zum Schutz vor Geschossen, zum Schutz vor Schwertern, Klingen und allgemein als Kampfschutz. Denn man muss wissen, von den Autobots bzw. den Cybertronianern oder wie man sie wahrscheinlich nennt, die Schwachstellen sind halt zum einen mal, wir wissen es, die Brust und auch der Kopf. Weswegen auch ja Bumblebee ja auch eine Gesichtsmaske hat, halt anders als Optimus. Aber auch eine. Die nächste Erklärung wäre, dass einfach gesagt wurde bei dem ersten Live-Action-Film, okay, wir wollen die Kontinuität und auch das, die Comic-Akkurarität von Optimus Design beibehalten, denn in den Comics hat er ja auch diese Maske und da wurde einfach gesagt, okay, Optimus Prime aus dem ersten Film soll relativ nah an dem Comic Optimus Prime sein, ergo kam halt auch die Maske ins Spiel. Aber sind wir mal ehrlich, wie langweilig wäre es einfach zu sagen, ja, die Maske ist zum Schutz da, die ist ja einfach nur als Sicherheit da. Und deswegen kommt diese Theorie hier zustande. Es ist eine sehr lustige Theorie, weil man es auch nicht zu 1000% jetzt wirklich bestätigen kann. Komme ich aber, wie gesagt, gleich noch drauf zu. Und zwar besagt diese Theorie, dass Optimus Prime diese Maske immer aktiviert, um zu verhindern, dass er die Gegner trash-talkt. Auf Deutsch halt einfach kleinredet, mehr oder weniger, also einfach disrespected halt, ne? Ja, wie diese Theorie zustande gekommen ist, ist ganz lustig. Bei der ersten Begegnung von Optimus Prime mit Lockdown gibt es eine kleine Szene, wo Lockdown, ich glaube Prime oder Optimus ruft, ich glaube, weiß gerade gar nicht, welches genau. Und Optimus rutscht gerade so weg, hat sein Schwert in der Hand, hat die Maske auf und man hört nur einen Grunzen von ihm. Ja, und die Theorie besagt quasi, dass die Maske für ihn verhindert zu reden oder es schwer macht zu reden. Und diese Theorie baut quasi darauf, dass wir in Transformers 3 sehen, in der wohl heftigsten Szene vom ganzen Film und vielleicht auch von ganz Transformers, wo er gegen alle Decepticons kämpft und einfach diese brutale, hammergeile Szene, ich werde sie wahrscheinlich irgendwie einblenden. Auf jeden Fall da in dieser Szene trash-talkt er die Gegner unfassbar stark. Sowas wie Schwach. Verschwendung von Metall. Alter Schrott. Auf und. Während er denen die Ärsche zerreißt, beleidigt er oder redet er die Kleinen auf allerfeinstem Niveau. Und auch allgemein. Es gibt mehrere Filme, in denen Optimus Prime sehr viel Trash-talkt, also sehr viel die Leute wirklich nicht nur körperlich niedermacht, sondern auch mental niedermacht. Und das sagt diese Theorie, dass die Maske aktiviert, um das zu verhindern. Kommen wir aber jetzt zum kleinen, aber feinen Twist in der ganzen Sache. In dem TikTok sagt der Ersteller vom TikTok, dass Optimus Prime in Teil 3, wo er gegen alle Decepticons kämpft, die Maske vergisst zu aktivieren. Bei der genaueren Recherche für dieses Video habe ich festgestellt, er hat die Maske aktiviert. Man sieht sie sogar in manchen Szenen aktiviert. Und vor allem gibt es eine Szene, wo er, ich weiß nicht von wem genau, er die Maske quasi kaputtgeschlagen bekommt. Danach trash-talkt er weiter, keine Frage. Und das war für mich schon so ein Punkt, wo ich dachte, okay, hier klappt die Theorie dann doch nicht so ganz. Dann habe ich mal weitergeguckt und mal ein paar Szenen auf Optimus Kampfszenen aus anderen Filmen geguckt. Und auch hier, es gibt viele Momente, wo Optimus Prime mit geschlossener Maske redet. Ich habe auch gedacht, man könnte argumentativ sagen, okay, vielleicht ist es nicht, was er sagt, sondern vielleicht ist es einfach, was er in dem Moment denkt.
sein Gedankengang. Wäre immer noch übelst stabile Theorie, muss man sagen. Wäre immer noch sehr lustig. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder eine Sache, die diese Theorie schon ein bisschen stützen würde. Und das ist halt wirklich die Tatsache, wenn er wirklich effizient zu jemandem spricht, deaktiviert, also fährt er die Maske vorher immer rein. Soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte. Ich meine, es gab keine Szene, wo er mit Maske zum Beispiel zu Sam gesprochen hat oder mit seinen Autobots-Kollegen. Er hat die Maske vorher immer deaktiviert. Hat dann geredet. Aber wie gesagt, es gibt viele Szenen, wo man sehen kann, okay, er hat die Maske an und man hört ihn reden. Eventuell ist es dann einfach eine Sache von, okay, das waren seine Gedanken in dem Moment. Könnte man so auslegen. Aber am Ende des Tages finde ich, es ist eine unfassbar lustige Theorie. Vor allem, weil es ja nicht gelogen ist, dass Optimus Prime ein so krasser Trash-Talker in den Film ist. Also wirklich, ich fand die Theorie sehr lustig. Ich musste sehr, sehr lachen, als ich das Video gesehen habe, weil ich dachte, okay, das ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, es gibt hier und da ein paar Punkte, wo man sagen kann, okay, da könnte er schon mit Maske reden. Und hier hat er halt auch mit Maske getrash-talkt. Aber an für sich finde ich es eine sehr lustige kleine Theorie. Und auch momentan, weil ich auch sehr gehypt auf den neuen Transformers-Film bin und auch jetzt die ganzen Transformers-Filme nochmal chronologisch anschauen wollte, beziehungsweise angefangen habe anzuschauen, war das sowas, wo ich übel gerne ein Video drüber gemacht habe. Und ich sag mal so, dafür mache ich hier diesen Kanal. Das sind so einfach so Videos, die ich gerne machen will. Einfach kleine Theorien und vielleicht gefällt euch diese Theorie und ihr sagt ja, okay, doch, das könnte tatsächlich sehr gut sein, das würde sehr gut passen. Oder auf der anderen Seite, ihr sagt vielleicht, okay, ich habe aber auch noch eine Theorie, die könntest du auch mal bearbeiten, dann schreibt sie nämlich gerne in die Kommentare. Theorien zu Transformers, zu allen möglichen Genren, schreibt sie gerne einfach mal in die Kommentare. Ich lese mir alle Kommentare durch und werde wahrscheinlich auch dann über diesen Kommentar ein Video machen. Deswegen, wie gesagt, haut fleißig in die Tasten und ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Wie gesagt, es ist ein sehr kurzes Video. Aber ich hatte das Bedürfnis, das mal zu machen, weil ich es eine unfassbar lustige Sache fand. Und ja, am Ende des Tages geht es ja auch darum, einfach mal ein paar lustige Sachen in der Weltgeschichte rumzuposaunen. Und vielleicht, wie gesagt, sieht das Video der ein oder andere und denkt sich so, Mensch, da muss ich mir aber auch gerade einen Lacher verkneifen, so nach dem Motto. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt gerne Theorien oder Vorschläge für weitere Theorien in die Kommentare. Und wenn ihr schon hier seid und euch so Theorien interessieren oder auch was wäre wenn's oder allgemein meine Meinung zu irgendwas, ich habe auch eine Meinung zu dem Transformers-Trailer, dann checkt doch gerne mal diesen Kanal aus. Vielleicht seid ihr hier genau richtig und findet einen neuen YouTube-Kanal zu Hause oder so in der Art. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, euch wiederzusehen. Und ja, dafür bin ich dann für dieses Video raus und ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Video. Dann nach wie vor auf derselben Couch wieder. Und ja, bis dahin bin ich raus. Ciao.